Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Uppercut Box von Urchandise. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Uppercut von Urchandise, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Eine recht, ja, schlichte Box. Also einfach eine Kartonbox mit einem Sticker darauf, so wie es früher sehr verbreitet war. Wir haben hier eine ganz einfache braune Kartonbox und dann haben wir hier auf der Oberseite einen großen rechteckigen Sticker. Hier lesen wir Urchandise Uppercut Limited Amazon Edition. Dann haben wir hier den Vertrieb und das Label, einen Barcode. Rechts dann noch das Logo und den Schriftzug für ein Urchandise. In der Mitte ist er auch abgebildet. Und dann lesen wir hier noch Twitter und Facebook-Account. Jawohl. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Wir schauen mal hinein. Das Ganze ist hier aufzuklappen. So, wir haben hier einmal das Album in einer, ja, Deluxe-Variante. Und ein Shirt ist auch mit dabei. Sonst ist hier nichts. Die Box ist leer. Packen wir mal wieder zusammen. So, Box zur Seite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also, so sieht das aus. Es ist das dritte Soloalbum von Urchandise. Und es ist bis dato auch der letzte Output, also das letzte, was Urchandise in irgendeiner Form veröffentlicht hat. Und wenn man bedenkt, 2012, das ist jetzt schon 7 Jahre her, das ist echt eine lange, lange Zeit, die da vergangen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach wie vor irgendwie das Gefühl, dass er irgendwann sich mal zurückmeldet mit einem Album oder mit irgendeinem Projekt, aber wie gesagt, jetzt bis dato, bis heute, ist Uppercut hier sein letztes Album aus dem Jahr 2012. Hier oben lesen wir wieder das E und darunter Urchandise. Dann lesen wir hier Uppercut. Und hier ist der Herr nochmal abgebildet. Hier mit Bandagen, einem Boxsack und einem braunen Lacoste-Polo-Shirt. So sieht das von der Seite aus. Hier lesen wir wieder Albumtitel plus Interpret. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Urchandise Uppercut Limited Edition nennt sich das Ganze. Wir haben hier 11 Tracks drauf und auf diesen sind 2 Features. Und zwar einmal hier auf Track Nummer 5 haben wir ein Feature von Amar und dann haben wir auf dem Track Nummer 9 ein Feature von Kool Savage. Damals ja Urchandise auch noch sehr eng mit dem ganzen Camp von Optic Records und den ganzen Leuten, die so aus dem Umfeld von Kool Savage waren. Er ja selber mehr oder weniger durch Kool Savage bekannt geworden. So, dann haben wir hier noch die Infos, die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze geht dann hier auf. Hier lesen wir für meinen Bruder Yalcin. Okay. Das Ganze geht dann hier sogar ums Eck, also man kann das hier dann so auch betrachten. Sehr schön. Und dann kommen wir zum Inhalt. Also, wir haben hier einmal ein Booklet im Hochformat. Das schauen wir uns gleich mal an. Jawohl, so stelle ich mir das vor, das ist für mich ein gelungenes Booklet. Wir haben hier erstens mal die Infos zum Track, also wer hat das Ganze produziert, wer hat den Text geschrieben. Und dann haben wir hier Wort für Wort die Lyrics abgedruckt, sehr schön zum Nachlesen, zum Mitrappen, gefällt mir. So sieht das aus. Jawohl, dann haben wir hier eine Doppelseite mit einem Foto, also dieses Thema Boxen ist hier auf jeden Fall omnipräsent, überall hier mit eingearbeitet. Sieht so aus wie so alte Spinde, wahrscheinlich in seinem Boxverein, in seinem Studio. Aber nachdem das Album ja auch Uppercut heißt, macht das auf jeden Fall alles Sinn. So, was lesen wir hier? Danke für deinen Support. Dann haben wir hier eine, wenn auch aufgedruckte Unterschrift von Urchandise, die Infos und dann hier nochmal die Credits zum Album. Jawohl. Urchandise Uppercut Limited Edition.
So, das packen wir wieder rein. Hier haben wir wieder das E und den Schriftzug des Rappers. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus. Dahinter kommt er wieder zum Vorschein. Dann haben wir die Bonus-CD. Ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was sich auf dieser Bonus-CD befindet. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz ins Booklet. Eventuell habe ich das irgendwie verpennt. Es steht hier, was steht hier? Bonus-CD mixed bei DJ Steven Mac. Aber es steht jetzt keine Info, es steht nichts, was sich auf dieser CD befindet. Okay. Naja, werde ich dann mal im Nachhinein rausfinden, wenn ich sie bei mir einlege. Und was mich auch besonders freut, wir haben hier auf der letzten Seite eine Nummerierung. Also hier lesen wir Urchandise Uppercut Limited Edition. 395 von 1000, streng auf 1000 Exemplare limitiert. Und das Ganze ist hier auch nachvollziehbar eingetragen. Also, wie gesagt, 1000 die Gesamtauflage, meine Box, meine Edition ist in diesem Fall Nummer 395. Das würde ich mir generell bei anderen Boxen oder Limited Editions auch wünschen, dass man das so transparent durchnummeriert. Und als weiteren und auch letzten Boxinhalt haben wir hier ein Shirt. Dieses Shirt ist in Weiß und Schwarz gehalten. Hier haben wir wieder einen Ring, in diesem Fall ohne Merchandise. Hier ist kein Mensch zu sehen. Und hier lesen wir dann wieder Merchandise Uppercut Limited Amazon Edition. Ja, ich muss generell jetzt sagen, das Shirt-Design ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber das hier mit Limited Amazon Edition hätte man meiner Meinung nach nicht draufdrucken müssen. Also es hätte mir echt gereicht, wenn hier Interpret plus Albumtitel draufsteht. Das finde ich, um ehrlich zu sein, etwas überflüssig. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Auf der Rückseite ist das Ganze in Weiß gehalten. Ganz klassisch. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße geht raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. So, einmal und zweimal. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Und dann diese Limited Edition von Uppercut Album mit insgesamt 11 Tracks und der Bonus-CD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Uppercut von Merchandise. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Merchandise unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.